Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Ich will das noch einmal sagen. Das größte Hindernis, das manche von euch zurückhält, ist euer Umfeld, zu dem ihr gehört. Wer von euch ist bereit für einige Impulse aus der Bibel? Wisst ihr, ich ziehe nie bloß einen Vortrag aus der Tasche und halte ihn. Ich suche das Thema bewusst aus. Ich bete, dass ich immer das richtige Wort zur rechten Zeit habe. Und ich bete, dass meine Worte vom Heiligen Geist beflügelt werden. Im Wort Gottes steckt so viel Kraft. Und es ist diese Kraft, durch die wir von Dingen befreit werden, die uns belasten. Während ihr heute hier sitzt und die biblischen Wahrheiten in euch aufnehmt, könnt ihr von zerstörerischen Dingen in eurem Leben befreit werden. Doch damit das geschehen kann, müsst ihr euren Glauben mit meinem Glauben verbinden. Ich lade euch ein, zusammen mit mir zu glauben, dass, wer sich noch nicht für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat, es am Ende tun wird. Und wer noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, es erleben wird. Dass ihr eine frische Berührung von Gott bekommt, dass, wer müde und abgekämpft ist, von Gott durch diesen Vortrag erfrischt wird. Und ich bete um Heilung, körperliche, geistige und seelische. Keiner von uns möchte Zeit verschwenden. Und es gäbe eine Menge, was wir, ihr und ich, in dieser Zeit stattdessen tun könnten. Aber wir sind hier zusammen und Gott ist hier und etwas Wunderbares wird geschehen. Amen. In diesem Vortrag geht es darum, dass wir nicht einfach der breiten Masse folgen sollten. Wir alle haben solche Menschengruppen in unserem Leben, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Bei der breiten Masse kann es sich auch um die erweiterte Familie handeln. Auf jeden Fall haben wir alle unsere eigene kleine breite Masse, unser Umfeld. Und häufig, wenn Gott uns in eine bestimmte Richtung lenken will, will diese Gruppe nicht mit. Da heißt es, eine Entscheidung zu treffen und entweder Gott nicht zu folgen oder die Gruppe hinter sich zu lassen. Ich möchte heute in Markus 4, Vers 35 anfangen. Dort lesen wir, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und in Kapitel 5, Vers 1 steht, so gelangten sie an die andere Seite des Sees. Aber was passierte zwischen Kapitel 4, Vers 35 und Kapitel 5, Vers 1? Sie machten einen gewaltigen, orkanartigen Sturm durch. Wer von euch macht gerade etwas durch? Wie viele von euch stecken gerade mitten in etwas drin? Nun, dann möchte ich euch etwas sagen. Zwischen diesen beiden Versen, zwischen Kapitel 4, Vers 35 und Kapitel 5, Vers 1, liegt das, was ich die Mitte nenne. Im Vergleich zur Mitte ist der Anfang nicht schwer. Am Anfang ist man aufgeregt und begeistert. Man hat einen Traum, eine Idee, eine Vision. Wir wollen eine Firma gründen. Wir wollen unser Haus abbezahlen. Wir wollen aus den Schulden herauskommen. Wir wollen abnehmen. Wir wollen Sport machen. Wir wollen eine christliche Arbeit beginnen. Wie viele von euch wissen, dass es nicht schwer ist, eine glänzende Idee zu haben? Doch ehrlich gesagt, es gibt vergleichsweise wenige, die es auf die andere Seite schaffen, die das, was sie anfangen, auch zu Ende bringen, weil sie nicht wissen, wie man es durch die Mitte hindurch schafft. Häufig verhalten wir uns in der Mitte so wie die Jünger. Jesus scheint im Boot zu schlafen und wir fühlen uns alleingelassen. Der Gegenwind ist stark und wir haben nicht die Unterstützung und Ermutigung, die wir unserer Meinung nach brauchen. Aber ich möchte euch mal meine Definition der höchsten Stufe geistlicher Reife vorlesen.
Und das ist es übrigens, was Gott für jeden von uns vorgesehen hat, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Nicht bloß, dass wir errettet werden, nicht bloß, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Wäre das alles, was Gott für uns vorgesehen hat, dann würde er uns in dem Moment, in dem wir uns bekehren, sofort hochbeamen. Aber er lässt uns aus einem bestimmten Grund hier auf der Erde. In der Bibel steht, dass wir Gottes persönliche Repräsentanten sind, seine Botschafter. In einer Bibelübersetzung steht sogar, dass Gott durch uns seinen Appell an die Welt richtet. Das ist erstaunlich. Stellt euch vor, alle Christen würden sich so benehmen, wie sie sich benehmen sollten. Stellt euch vor, sie würden nicht nur in die Kirche gehen, sondern ihren Glauben auch wirklich ausleben. Stellt euch vor, sie würden die biblischen Wahrheiten, die sie in den Gottesdiensten hören, nutzen, um geistlich zu wachsen und dann in der Gesellschaft ein vorbildliches Leben zu führen. Wer vorbildlich lebt, der muss gar nicht groß predigen. Stellt euch vor, wir würden das alle tun. Und täten das schon seit langem. Erstens hätten wir dann viele unserer heutigen Probleme gar nicht. Und zweitens wäre Jesus dann vielleicht schon wiedergekommen, weil die Welt sich zu ihm bekehrt hätte. Wir sollen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wisst ihr, jeder christliche Sprecher hat bestimmte Themen von Gott empfangen, um diese zu vermitteln. Einige Sprecher neigen mehr zur Evangelisation. Ich freue mich zwar riesig, wenn Menschen durch meine Vorträge zum Glauben kommen, aber ich würde mich keine Evangelistin nennen. Einige Sprecher sind Mutmacher. Sie können keinen Vortrag halten, ohne Menschen zu ermutigen. Ich ermutige Menschen zwar auch gerne, aber ich würde mich keine geborene Mutmacherin nennen. Das, was ich schon immer auf dem Herzen hatte, ist geistliche Reife für Christen. Das ist meine Aufgabe von Gott, euch beim geistlichen Wachstum zu helfen, damit ihr in den Genuss der Dinge kommt, die Jesus euch durch seinen Tod ermöglicht hat. Kommt! Zu Beginn meines Glaubenslebens war ich es so leid, von all diesen Zusagen Gottes zu hören. Ich sah sie zwar in der Bibel, aber sie waren keine Realität in meinem Leben. Niemand erklärte mir, wie sie zu einer Realität werden konnten. Ich kann hier stehen und ein geistlicher Cheerleader sein, aber ich darf euch nicht bloß Nachtisch servieren. Ich muss euch auch Dinge sagen, die ihr nicht unbedingt hören wollt. Ich muss euch Dinge sagen, bei denen ihr vielleicht auf euren Sitzplätzen hin und her rutscht. Denn geistlich erwachsen zu werden, ist ähnlich wie körperlich erwachsen zu werden. Es ist nicht immer leicht. Und es gibt einige Themen in der Bibel, über die wir nicht so gerne sprechen. Eines davon ist Leiden. Vielen Dank für eure euphorische Reaktion. Wisst ihr, ach, vergesst es. Hier ist meine Definition der höchsten Stufe geistlicher Reife. Da sollen wir hinkommen. Mit Geduld und einer positiven Haltung Leid ertragen können, während man Gott vertraut und anderen Menschen weiterhin Gutes tut. Lasst mich das wiederholen. Das ist die Stufe, auf die Gott uns bringen will. Mich, dich, jeden von uns. Gott freut sich zwar nicht darüber, wenn wir leiden, aber er freut sich darüber, wenn wir uns trotz Leid gut benehmen. Er möchte, dass wir uns eine gute Haltung bewahren, geduldig warten und ihm weiterhin vertrauen. Und ganz wichtig, anderen Menschen eine helfende Hand reichen. Auf diese Weise sät ihr den Samen für euren eigenen Durchbruch. Reicht anderen eine helfende Hand. Obwohl man sich selbst nicht helfen kann, ist man erstaunlicherweise doch in der Lage, anderen zu helfen. Beim Leiden geduldig warten zu können.
Geduld bedeutet nicht bloß warten zu können, sondern sich gut zu benehmen, während man wartet. Leid geduldig ertragen zu können mit einer positiven Haltung, während man weiter Gott vertraut und anderen Menschen Gutes tut. Ich möchte kurz diese Geschichte vorlesen. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Ja, super! Sie ließen die Menschenmenge, die breite Masse, hinter sich. Ich habe noch nie einen Vortrag zu diesem Thema gehört. Wahrscheinlich gibt es einen, aber tun wir mal so, als wäre ich die allererste, die das zum Thema macht. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Das war nicht bloß ein bisschen Wind und Regen, sondern ein heftiger Sturm. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Na toll. Herr, wo bist du? Warum tust du nichts in meinem Leben? In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Herr, liebst du mich denn nicht? Wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Warum vertreibst du diesen Sturm nicht? Nun, ich werde jetzt etwas sagen, das euch nicht unbedingt gefallen wird. Aber es ist nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, was euch gefällt, sondern was euch hilft. Manchmal wäre es nicht das Beste, genau dann befreit zu werden, wenn ihr euch Befreiung wünscht. Selbst wenn ihr das nicht so gerne hört, wird es euch letztendlich gut tun, das gehört zu haben. Und ihr werdet sagen, hoffentlich kommt sie bald wieder. Ich will es noch einmal sagen. Von allem befreit zu werden, ist nicht immer das Beste für uns. Weil wir nicht wachsen, solange alles wie am Schnürchen läuft. Wir wachsen, wenn Gott alles ist, was wir haben. Wenn wir uns an ihn klammern und uns fragen, warum er uns nicht hilft. Gott, wo bist du? Warum, Gott, warum? Wann, Gott, wann? Ich verstehe nicht, was in meinem Leben los ist. Das ergibt keinen Sinn. Ich sage euch die Wahrheit. Wer keine offenen Fragen mag, der sollte die Gesellschaft von Jesus lieber meiden. Denn es gibt so vieles in unserem Leben, das aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt. In solchen Situationen geben wir Gott gerne Ratschläge, nicht wahr? Wir wissen genau, was er tun könnte, um uns zu helfen. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht, sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So gelangten sie an die andere Seite des Sees. Ich bin froh, dass sie es durch die Mitte geschafft haben. Ich habe einmal einen Spruch gehört, der mir sehr gefallen hat. Ich hoffe, ihr versteht ihn. Und zwar, wann immer der Bus anhält, steigt jemand aus. Einige wenige von euch verstehen, was damit gemeint ist. Ich erkläre das mal an einem Beispiel. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr in eurem Leben, eurem Beruf, eurem christlichen Engagement oder in welchem Bereich auch immer eine Zeit lang Fortschritte macht und dann zum Stillstand kommt? Eine Zeit lang regt sich nichts, bis die Dinge sich schließlich wieder in Bewegung setzen. Unsere Arbeit hat sich auch in solchen Etappen entwickelt. In den ersten 5 Jahren leitete ich 2 Hausbibelkreise. Jeden Dienstagabend lehrte ich 25 bis 30 Menschen in unserem Wohnzimmer. Dafür wurde ich nicht bezahlt. Ich verdiente kein Geld damit.
Aber ich bereitete mich genauso beflissen darauf vor wie heute, wo ich vor Tausenden spreche. Dann kam noch ein zweiter Bibelkreis am Donnerstagmorgen hinzu, der bei einer anderen Person zu Hause stattfand. 5 Jahre lang. Nicht 5 Tage, nicht 5 Minuten, sondern 5 Jahre. 5 Jahre sind eine lange Zeit. Als Gott mir sagte, wir wollen auf die andere Seite fahren, da sah ich schon, was ich heute tun würde. Aber 5 Jahre lang leitete ich diese beiden Bibelkreise. Dann sagte Gott zu mir, dass ich das niederlegen sollte. Siehe, ich tue etwas Neues. Jetzt ging es los, dachte ich. Ich hatte meine Zeit abgesessen und nun ging es in die große, weite Welt hinaus. Von wegen. 5 Jahre lang arbeitete ich nun in einer Kirche unter der Leitung eines anderen. Doch mir gefielen die Entscheidungen dieser Person nicht immer. Besser gesagt, sie gefielen mir meistens nicht. Eine kleine kostenlose Beigabe. Man eignet sich erst dann als Leiter, wenn man gelernt hat, sich der Autorität eines anderen unterzuordnen. Wir alle wollen gerne der Boss sein. Aber wir müssen auch Unterordnung lernen. Das ist ein weiteres Thema, das Menschen nicht mögen. Watchman Nee hat gesagt, sobald wir in einen Raum kommen, sollten wir als erstes schauen, wer das Sagen hat und uns der Autorität dieser Person unterordnen. Seht, ich bin in dieser Veranstaltung zwar die Sprecherin, aber nicht wirklich die Leiterin. Dies ist eine Kirche, die mich eingeladen hat. Und da vom Leitungsteam heute Lisa anwesend ist, richte ich mich nach dem, was sie sagt. Denn dies ist ihr Ort, ihre Gemeinde. Sie hat das Sagen. Wer sich einem eingesetzten Leiter nicht unterordnen kann, dem wird Gott nie Autorität verleihen. Stimmt's? Amen. Also, 5 Jahre lang arbeitete ich für jemand anderen. Und ich nörgelte herum und murrte und zog hinter seinem Rücken über ihn her. Kommt, seien wir mal ehrlich. Und Gott begann mir klarzumachen, dass mein Verhalten nicht in Ordnung war. Ich konnte nicht mit anderen Mitarbeitern über den Boss herziehen. Das begriff ich, ich hörte damit auf. Aber zu Hause, da zog ich immer noch über ihn her. Kommt, wir gehorchen immer nur stückweise. Es dauert lange, bis wir es wirklich kapieren. Dann sagte Gott Folgendes zu mir. Einige von euch müssen das auch hören. Er sagte, es kommt nicht darauf an, mit wem du sprichst. Es kommt auf die Worte an. Sie sind es, die den Schaden anrichten. Am Ende dieser 5 Jahre hatte ich also bereits 10 Jahre hinter mir. Und ich war immer noch nicht auf der anderen Seite angekommen. Ich steckte immer noch mitten in den Stürmen. Um es kurz zu machen. Dann sagte Gott zu mir, dass ich den Job in der Kirche aufgeben sollte. Geh mit deiner Arbeit nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das klang aufregend. Leider kannte mich noch niemand im Norden, Süden, Osten und Westen. Also tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich lebe in St. Louis, also ging ich nach Nord-, Ost-, West- und Süd-St. Louis. Ich sage euch die Wahrheit. In jedem der 4 Stadtteile veranstalteten wir einmal im Monat ein Treffen. Und wow! Wenn mal 100 Menschen kamen, dachte ich, ich wäre gestorben und im Himmel gelandet. Aber wisst ihr was? Als ich meine Stelle in der Kirche aufgab, musste ich auch mein bisheriges Umfeld hinter mir lassen. Genauso wie Jahre zuvor, 1976, als ich ein besonderes Erlebnis mit Gott hatte und er mich damit beauftragte, Bibellehrerin zu werden. Ihr könnt mir glauben, da ließ mich mein engeres Umfeld hinter sich. Ich musste sie gar nicht hinter mir lassen. Das ist die Wahrheit. Aus meinem ganzen Bekanntenkreis fallen mir nur 2 Menschen ein, die zu mir gehalten haben. Alle anderen sagten, das kannst du nicht tun. Du bist eine Frau, das ist nicht richtig.
Ich wurde sogar aus meiner damaligen Kirche ausgeladen. Mir wurde gesagt, entweder die Klappe halten oder gehen. Und die Klappe halten, das kam für mich damals nicht in Frage. Mein Verhalten mag nicht immer richtig gewesen sein, aber mein Herz war am rechten Fleck. Meine Liebe zu Gott brannte derart, dass ich es kaum aushielt. Oh, ich brannte darauf, die Bibel zu lehren. Wisst ihr, wenn ihr einen Traum von Gott habt, müsst ihr begreifen, dass ihr zwar den Traum habt, aber eure Mitmenschen nicht. Sie haben euren Traum nicht. Sie verstehen eure Begeisterung nicht immer. Meine Freunde sagten zu mir, ich sei eine religiöse Fanatikerin geworden, weil ich nicht mehr dieselben Dinge tun wollte wie bisher. Ich wollte nicht mehr meinen ganzen Abend mit einem Haufen anderer Frauen bei einer Schmuckparty verbringen. Ich wollte geistliche Kampfführung betreiben und im Glauben wachsen. Der Punkt, um den es mir geht, ist, wer alles tun will, was Gott für ihn vorgesehen hat, und wer der Mensch sein möchte, den Gott sich gedacht hat, der wird manchmal einsam sein. Denn nicht alle eure Freunde wollen dahin gehen, wo Gott euch hinführen will. Ich sage euch, bei einigen von euch ist das größte Hindernis, das euch zurückhält, die Gruppe oder euer Umfeld, zu dem ihr gehört. Ich will das noch einmal sagen. Das größte Hindernis, das manche von euch zurückhält, ist euer Umfeld, zu dem ihr gehört. Das können die Arbeitskollegen sein, mit denen ihr eure Mittagspause verbringt. Ihr hört euch ihre schmutzigen Witze an. Ihr hört, wie sie über ihren Job jammern und über den Chef meckern. Das ist nicht das Richtige für euch. Manchmal müsst ihr euch von eurem Umfeld lösen. Psalm 1, Vers 1 ist eine ganz wertvolle Bibelstelle. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Sucht keinen Rat bei Menschen, die selbst völlig ratlos sind. Fragt nicht Menschen, was ihr tun sollt, wenn sie selbst keinen blassen Schimmer haben, was sie tun sollen. Ich meine, wenn ihr euch schon Rat holt, dann bitte von jemandem, der vernünftig lebt. Nicht wahr? Der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und, das ist wichtig, sich nicht mit Spöttern abgibt. Kommt, gebt euch nicht mit Menschen ab, die über andere tratschen oder die andere verurteilen und kritisieren. So etwas müsst ihr euch nicht anhören. So etwas müsst ihr nicht in euch aufnehmen. Das vergiftet euch nur innerlich. Deshalb müsst ihr euch manchmal von solchen Menschen distanzieren. Ich sage euch die Wahrheit. Als ich meinen Job in der Kirche aufgab, erhielt ich zwar eine Beförderung von Gott, aber es fühlte sich nicht so an. Bis dahin predigte ich nämlich oft, wenn der Pastor nicht da war. Und die Kirche hatte ungefähr 3000 Mitglieder. Nun sprach ich mit einem Mal meist nur vor 30, 40, 50 oder 60 Menschen. Das fühlte sich nicht wie eine Beförderung an. Ich war einsam. Ich flitzte hin und her, um zu diesen winzig kleinen Veranstaltungsorten zu fahren. Es war schwer und einsam. Und Gott befreite mich davon nicht innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten oder einer Woche oder 6 Monaten. Es waren Jahre. Kommt, wollt ihr treu bleiben, bis Gott das in euch getan hat, was er in euch tun will, damit er durch euch tun kann, was er durch euch tun will? Noch einmal, wollt ihr treu bleiben? Seid ihr bereit, auch den schwierigen Teil durchzumachen? Wollt ihr tun, was Gott euch aufgetragen hat, selbst wenn ihr in eurem Bekanntenkreis die einzige Person seid, die bereit ist, so weit mit Gott zu gehen?
Möchten Sie mehr wissen über unsere Arbeit? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir erleben, dass die Vorträge von Joyce für zahlreiche Menschen eine echte Hilfe sind. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, noch mehr Sendungen zu produzieren und weiterhin vielen Zuschauern neue Hoffnung zu schenken. Das geht nur, wenn viele mithelfen. Sind Sie dabei? Dann spenden Sie jetzt. Direkt online auf joyce-meyer.de/mithelfen. Vielen Dank. Viele Menschen haben mit Ängsten zu kämpfen. Ich auch. Aber ich habe gelernt, mutig voranzugehen, obwohl ich Angst habe. Tu es trotz deiner Angst, heißt das Buch, was ich dazu geschrieben habe. Ich möchte Ihnen darin zeigen, wie Sie Ängste erkennen und ihnen begegnen können und was Ihre Gedanken damit zu tun haben. Ich habe erlebt, wenn ich Neues wage, werde ich mit jedem Schritt mutiger und kann erfüllt leben, auch wenn ich mich fürchte. Entdecken auch Sie das Leben neu und bestellen Sie jetzt das Buch »Tu es trotz deiner Angst« von Joyce Meyer. Online unter joyce-meyer.de/trotzangst oder telefonisch 040 88 88 411 11.